Die Fröbel-Pädagogik wird auch die Pädagogik des Wachsenlassens genannt, da das Kind sich gemäß seinen eigenen Lernbedürfnissen entwickeln kann. Die vorhandenen Fähigkeiten und Begabungen des Kindes werden gefördert und es wird nicht versucht, Lernerfolge zu erzwingen. Heute sagt man, das Kind ist der Akteur seiner eigenen Bildung. Und Fröbel hat gesagt, es soll sich die Welt selbst erschließen und zu selbstgefundenen Wahrheiten kommen. Das Kind ist hungrig nach Leben und Aktivität. So sagte einst Célestin Freinet. Wenn Sie in eine Kita kommen, die nach Freinet arbeitet, erkennen Sie das unter Umständen auf den ersten Blick gar nicht. Auf den zweiten Blick werden Sie vielleicht etwas von einer lebendigen Atmosphäre, von vielfältigen Aktivitäten, auch von selbstbestimmten Aktivitäten der Kinder und frei gewählten Kindergruppen erleben. INFANS steht für Institut für angewandte Sozialisationsforschung der frühen Kindheit. Das erklärte Ziel des Konzepts ist es, die natürliche Neugier der Kinder, ihre Interessen und Themen aufzugreifen und mit definierten und reflektierten Erziehungszielen der Kindertageseinrichtung in Bezug zu setzen. Ich habe einen Anteil, ein Viertel der Kinder meiner Schüler kommen aus dieser Kindertagesstätte. Sie fielen mir von Anfang an auf, dass es ausnehmend ideenreiche, kreative Kinder sind mit einer doch sehr gesunden Arbeitshaltung. Das war schon sehr, sehr auffällig, dass das besondere Kinder sind. Die Grundsätze der Montessori-Pädagogik orientieren sich unmittelbar an den Kindern. Sie werden als vollwertige Menschen gesehen und als individuelle Persönlichkeiten geachtet. Sie sollen ihren eigenen Willen entwickeln, indem man ihnen Raum für freie Entscheidungen gibt und das selbstständige Denken und Handeln fördert. Dass man sieht, wie selbstständig die Kinder werden mit der Zeit, dass sie anfangen, für sich Sorge zu tragen, dass sie anfangen, auch für die Umgebung Sorge zu tragen oder den jüngeren Kindern versuchen zu unterstützen und zu helfen. Und dass man einfach diese Entwicklung sieht, wie sie als Schulkinder hier selbstbewusst rausgehen und schon ein Stück weit ihre Umwelt begriffen haben. Der Situationsansatz ist eine Einladung, sich auf das Leben einzulassen. Er geht aus von den Lebenssituationen der Kinder und deren Familien und erschließt diese als Lernsituationen. Und unsere Aufgabe als Pädagogen ist es natürlich, diese Themen und Fragen der Kinder aufzugreifen und sich mit ihnen auf eine Forschungsreise zu begeben und die Fragen der Kinder gemeinsam mit ihnen zu beantworten. Ein Waldkindergarten ist ein Kindergarten ohne Dach und Wände. Tag für Tag sind die Kinder im Freien, in der Natur, auch wenn es regnet oder schneit. Anfängliche Zweifel im Hinblick auf die Bildungsvoraussetzungen, Stichwort Schulfähigkeit, sowie die Gesundheit und eventuelle Gefahren sind inzwischen ausgeräumt. Für Wissenschaft, Fachwelt und Praxis sind die Waldkindergärten mittlerweile ein etabliertes und erfolgreiches pädagogisches Konzept. Also der Wald hat spezifische Vorteile, die er nutzen kann, die er nutzen soll. Und er wird dadurch eben auch den unterschiedlichen Entwicklungsschritten der Kinder besser gerecht. Also aber unterm Strich glaube ich, dass alle Bildungsbereiche zu ihrem Recht kommen können in einem Waldkindergarten. Erziehung im Waldorfkindergarten heißt insbesondere Pflege des freien Spiels. Die Individualität und Persönlichkeit des Kindes offenbart sich am deutlichsten im freien Spiel, so Steiner. Besonders anregend ist dafür die natürliche Umgebung, da Natur frei von Funktionen ist. Selbstbestimmt handeln, das ist ja das Schlagwort heute der Partizipation, dass der Mensch selbst entscheidet oder entscheiden kann, was er tut. Und das gilt schon für den kleinen Säugling, nur mit einem Unterschied zum Erwachsenen. Der Erwachsene kann das völlig isoliert aus sich heraus leisten.
Das Kind braucht eine entsprechende Umgebung, in der es das konstruktiv tun kann. Und für diese Umgebung ist Pädagogik verantwortlich. Ziel der Reggio-Pädagogik ist, dass das Kind als eigenständige Persönlichkeit gesehen wird und dass die Kompetenzen des Kindes erkannt und gefördert werden. Die Reggio-Pädagogik ist ein aus der Praxis kommendes Konzept und beinhaltet die damals neueren Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationstheorien, unter anderem von Montessori, Piaget, Brunner oder Vygotsky. Es ist einfach so, dass die Reggio-Pädagogik tatsächlich eine Form ist, die den Kindern und Mitarbeiterinnen wirklich sehr gerecht wird, die sehr nah am Kind ist.